Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Baphomets Fluch 5, Broken Sword 5, Episode 2. Wir sind bei Folge 16-33. Ich glaube, auch wenn mir ein bisschen vorkommt, dass Episode 2 kürzer ist, haben wir fast die gleiche Folgenanzahl mittlerweile. Aber da müsste durch. Und ich vermute mal, auch weil wir es jetzt auch wissen, so viel kommt da nicht mehr. Vielleicht ist es dann auch gleich die letzte Folge. Mal gucken. An meiner Seite der großartige Vorzieh-Gamer. Ich bin euer Mr. Werner 1974. Und wir haben ein bisschen offscreen probiert, sodass das vermutlich schneller gehen könnte. Weil jetzt haben wir ja Feigen. Und mit Feigen kann man tolle Sachen machen. Warte mal. Halt. Moment. Erstmal natürlich wieder ganz große Sachen machen. Hier, lecker Feige. Gentleman-like natürlich. Möchtest du eine von diesen Feigen? Warum nicht? Danke. Ah, er hat's einfach drauf. Alter Womanizer. Hey, Shears. Feige vielleicht? Nö, danke. Obst ist nicht mein Ding. Außer als Wein natürlich. Okay, die Wurst? Ne? Essen? Ich nahm meine besten Wurfkünste zusammen und schmiss eine der reifen Feigen. Sie landete in der Nähe der Gruppe. Keiner bemerkte sie. Okay. So. Ich hatte eine Idee. Ich auch. Wie gern diese Ziege wohl Feigen mochte. Wo geht er denn hin? Sieh mal, lecker Feige! Ach, er wirft sie von da aus, okay. Na, werden wir sie damit los? Oh, lässt sich 50 Jahre Zeit. Na. So, und jetzt verschwindet sie dann hoffentlich da oben. Oh, auch nicht. Ja. Aber ich glaube, das war schon mal sowas in die richtige Richtung. Sollte man dem Vieh nur beibringen, dass er auch dort bleibt. Natürlich. Was sonst? Ich wusste, es war eine Wurst. Shears wusste, es war eine Wurst. Aber ein kleines Stück Schmelzdraht als Lunte und voilà. Dynamit. Okay. Das geht so. Nico, hilf mir mal. Du hast doch einen Draht zu diesen Viechern. Ich hoffe, du hast nicht vor Donner was zu tun. Vertrau mir. Ich habe da einen schlauen 6-Stufen-Plan. Einstimmig abgenickt von allen Tierschutzorganisationen. Halt sie einfach nur einen Moment lang still. Ach, deswegen, wir jagen die da runter, genau. Und dann sieht das aus, als hätte sie eine Dynamitstelle. Warum hast du Donner eine Wurst angehängt? Okay. Das ist Stufe 1. Jetzt sieh mal, wie es weitergeht. Wenn es dir nichts ausmacht, schaue ich lieber von hier drüben aus zu. Ich hatte eine falsche Dynamitstange an einer Ziege befestigt. Stufe 1 meines Plans erfüllt. Jetzt musste ich mir nur noch die Stufen 2 bis 6 ausdenken. Ach komm, das kriegen wir schon hin. Ja. Denke ich doch. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ob das Viech jetzt wieder zurückkommt. Ich hoffe doch mal, dass es nicht der Fall ist. Komm, Mistviech. Da fehlt noch was. Ich muss die Lunte anzünden. Du weißt, dass ich das ausprobiere. Das erwarte ich von dir.
Das müsste klappen. Also das war ein bisschen falsch jetzt. Die habe ich falsch geworfen? Mhm. Okay. Dafür brennt die Lunte ewig. Das will ich hoffen. Nicht, dass die Wurst explodiert. Ja, also wir haben, glaube ich, in diesem Abschnitt, also in Episode 2, noch gar kein Zeitpuzzle gehabt. Die haben sie tatsächlich ignoriert. Bis jetzt. Mhm. Ja. Mal gucken. Bin ich mal gespannt, ob der Trick klappt oder ob wir jetzt nochmal was einfallen lassen müssen. Na toll. Was fehlt denn noch? So, jetzt bin ich mal wieder auf deine Eingebung angewiesen. Mhm. Ich guck mal, ob ich da irgendwas eingeben kann. Ich überleg mir mal was hier. Das war nicht ganz richtig. Nie im Leben. Fällt dir an den Wachen irgendwas auf? Nur, dass sie nervös aussieht. Ja, das hatten wir schon. Mhm. Mal, ob ich jetzt mal eben das noch woanders auf einen anderen Weg werfen kann. Lässig warf ich eine Feige unten auf dem Pfad. So, ich habe jetzt auch noch mal auf den anderen Weg auch noch was geworfen. Mhm. Das dann vielleicht jetzt funktioniert. Ja, probieren wir es mal aus. Dann müsste nämlich die Ziege sehen, dass es da weitergeht. So eine Art Weg. Mhm. Weil sonst hätte ich jetzt im Augenblick keine Idee mehr. Lass uns mal überraschen, ob die Ziege das sieht. Jawohl! Ah, na also, nach 195 Adventures hat man, glaube ich, schon alles gesehen. Oh, komm, da kommt was. Lecker Wurst. Mhm. Lecker Knallwurst. Mord rufen und des Krieges Ziege entfesseln. Tag! Ziege? Leute? Was hat die denn um den Hals, ey? Eine Wurst. Sieht aus wie... Oh mein Gott! Nix will weg hier! Ist immer schlecht, gutes Personal zu kriegen. Mhm. Langhams Männer waren wohl abgehauen. Ich konnte sie nirgends sehen. Dann also da rein? Sieht finster aus. Ich gehe da nicht rein. Von engen Räumen kriege ich Gänsehaut. Warum bleibe ich nicht hier und sorge dafür, dass die drei weisen Affen nicht zurückkommen?
Mach das. Die Höhle war stockfinster, zu dunkel, um irgendetwas zu sehen. So schnell wie die geflüchtet sind, können sie auch hinkommen. Vor allem die arbeiten auch nur eine halbe Stunde. In der Finsternis ahnte ich gerade noch Stufen, die nach unten führten. Ja, los, komm, Nico, wir müssen Längen finden. Wow, das ist ja außergewöhnlich hier. Das stimmt. Glaubst du, das ist wirklich Eden? Wenn du irgendwo Äpfel siehst, überleg's dir gut, bevor du reinbeißt. Ist ja eher ein Problem, wenn's wenn du Eva dabei hättest. Sieh nur, Lucifer, Jehova. Und Lenem. Eva, er hat Eva, was er auch vorhat. Ich hoffe, wir kommen nicht zu spät. Siehst du, was da am Altar glüht? Das hat die Form der Tabula. Wir müssen darüber. Schnell. Okay, dann lass mich. So, da ist nix. Was ist das denn? Eine Brücke. Aber es hat eher was von Atlantis, ne? Die uralte Brücke war vor vielen Jahren eingestürzt. Längen war über eine Leiter hinübergelangt, aber die war jetzt auf der falschen Seite. Die Leiter hing zwischen Ranken fest. Okay. Daraus kam ich nicht dran. Ein vertrockneter, abgestorben aussehender Busch. Hahaha! Feuer! Genau. Gib mir noch kein Feuerzeug, mach ich nur Mist mit. Das Feuerzeug war leer, aber der Feuerstein konnte immer noch Funken schlagen. George, was machst du da? Feuer. Ich hab so eine Art Plan. Na, ich hoffe bloß, er funktioniert. Ach, natürlich. So, wir brauchen mehr Feuer, komm. Ich liebe mehr den Power. Duft von Bree am Morgen. Feuer! Jawohl! So. Dann sind wir drüben. Schöne Show. Natürlich. Sie geben sie denn nie auf? Nein. Aber sie kommen zu spät. Mich hält niemand mehr auf. Tu doch was, George! Ja, würde ich. Er ist verrückt! Noch kann ich nichts tun. Nein, nicht verrückt. Wie sie schon bald sehen werden. Ah, ich kann labern. Was haben Sie mit der Tabula vor? Sie ist der Schlüssel. Der Schlüssel, der die beiden Götter erweckt. Wenn ich es will. Tifa wird Jehova zermalmen mit seiner Macht. Ihn auslöschen. Sie werden uns alle vernichten. Ha! Die Vorfahren, die diese Statuen errichteten, fürchteten ihre Macht. Aber bald werde ich sie beherrschen. Ich denke, nein. Sie dürfen Jehova nicht zerstören. Sie stören das Gleichgewicht. Die Welt wird ins Chaos stürzen. Nein. Wenn Lucifer regiert, wird der Mensch frei sein und alles, wonach er strebt, in die Tat umsetzen können. Er wird sein volles Potenzial entfalten. Aber dies ist nicht der Ort, all das zu besprechen. Haben Sie einen anderen Vorschlag? Wie wär's mit der Ewigkeit? George! Nette Schwebenummer. Ecke, Homo! Ist klar. Captain grüßen wahnsinnig. Na komm, Nico. Dann musst du den Tag retten. Musst du jetzt mal ran.
mal ein wichtiges Finale machen. Sonst macht ja alles mal Georgie. Nico, du musst ihn aufhalten! Eva, was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht! Aber ihr Vater sagte, sie hätten die Antwort. Er sprach immer von reinem Licht. Reines Licht? Was bedeutet das? Weiß ich nicht. Das hat er halt gesagt. Reines Licht. Weißes Licht wird siegen. George! Langham, hören Sie auf! Langham! Langham! Es hatte keinen Zweck. Er bemerkte mich kaum. Okay, so geht's nicht. Nico, Gott sei Dank, dass Sie da sind. Wir müssen Langham stoppen, ehe es zu spät ist. Was geht hier vor? Er hat die Tabula in den Altar gesteckt. Die Mächte erheben sich. Nico! Ja, Ruhe. Reines Musst du mal ein bisschen durchhalten. Ich brauch Licht! Hast du eine Lampe? Eine gigantische Luzifer-Statue überragte den Altar. Aus der Sphäre in ihrer Hand schoss blaues Licht. Nico! Bitte! Schnell! Licht! Reines weißes Licht! Ja, ja! Es drängt doch nicht so hier. Eine gigantische Jehova-Statue stand an einer Seite des Altars. Aus der Sphäre in ihrer Hand schoss grünes Licht. Ja. Das weiße Licht, das ist mir schon klar. Hm. Was haben wir denn? Ja, gut. Dynamit oder TNT gleich? Ach komm, auf einem Bein kann man nicht stehen. Wenn schon, denn schon. Komm, machen wir hier richtig. Laufen Sie, Eva! Ich wäre da sowieso, nicht gestanden. Es ist soweit, Nico. Erhebe dich, Lucifer! Zerschmettere Jehova! Ich muss nur das Licht bündeln. Lux, Pura, Vincet. Jehova muss vernichtet werden! Die Welt wird Lucifer zu Füßen liegen! Was gibt euch das Recht, sich ihm in den Weg zu stellen? Der freie Wille, das ist der Teil, den wir einbringen. Die Menschheit bringt den freien Willen ein, den letzten Teil der Dreifaltigkeit. Ah! Zup, Feierabend, Bösewicht besiegt. Geschafft. Nicht so spektakulär der Endkampf. Hätte ich mehr erwartet. Ja, das kannst du aber laut sagen. Lass die mal alle einen Happen essen. Ziege. Lauf! Indiana Jones lässt grüßen, alles bricht zusammen, natürlich. Mhm. Gott. Alles klar, Leute. Während ihr hier rumkaspert, habe ich mir Gedanken übers Essen gemacht. Naja, wie wär's mit einem saftigen Barbecue? Ich denke, das nehmen sie besser an sich, oder? Mein Vater opferte sein Leben, um sie zu finden. Ich verbringe meins damit, sie zu schützen. Sie gehen also zurück nach Frankreich? Nein, nach Katalonien. Ich muss ein Haus und eine Kapelle restaurieren. Und mir ein neues Leben aufbauen. Als gnostische Anführerin. Ja, das Disney-Ending. Mhm. Diesmal dachte ich echt, wir schaffen es nicht, Nico. Vielleicht war Gott auf unserer Seite. Oder was für Mächte das auch immer waren. Da hast du recht. Weißt du, wir sind eigentlich ein gutes Team. Wir könnten mehr sein als das.
Ach, wirklich? Weißt du, ehe das alles losging, in Paris, da war ich gerade drauf und dran, dich zum... Hey! Essen ist fertig! Na prima. Was gibt's denn? Dönerspieße mit würzigem Feigenkompott. Moment mal, Döner sowie Donner? Aber ich dachte, du magst Ziegen. Aber lecker gebraten. Das Ende. Es ist vollbracht. So, Achievement, fertig. Diesmal spare ich das tue ich dir nicht an. Das sei denn, du hast mal noch irgendwie stille Stunde, aber ich glaube, das ist ja jetzt wahrscheinlich auch wieder so ein 1-Stunden-Abspann. Den werde ich dann wahrscheinlich irgendwie als Einzelfolge machen, weil das tue ich euch dann nicht an. Ja, ich überlasse dir mal so die ersten Schlussworte zu diesem zweiten Teil, sag ich mal. Ja, schön gemacht auf jeden Fall. Die Rätsel, naja, teils extrem unlogisch, teils sehr einfach wieder. Sehr viel Gequatsche. Aber von dem Gesamtpaket her war das, denke ich, okay. Also man konnte auf jeden Fall zuschauen. Hat auch Spaß gemacht, da die Rätsel so weit zu lösen. Ich hoffe, das hat dir beim Spielen auch Spaß gemacht. Ja, also ich kann da einhaken. Also es kam mir... Jetzt kommt natürlich die geile Abhandlung. Jetzt regen sich wahrscheinlich wieder 10.000 Leute auf, wie sie sich ja um alles aufregen und wahre Themen ignorieren, glaube ich. Aber gut, wenn ich wieder ein paar Leute anpinkeln kann, mache ich das gerne. Ich habe das Gefühl, dass die zweite Episode, wobei das wahrscheinlich gar nicht stimmt, kürzer und flüssiger wird. Das liegt aber auch wahrscheinlich daran, dass du bei der ersten, du hast mehr Orte, mehr Locations, auch mehr Blabla, auch wenn du jetzt denkst, das ist hier schon eine Menge, da hast du eigentlich noch wesentlich mehr Blabla gehabt. Was den Humor anging, ist das hier sehr auf George strukturiert in Episode 2. Das ist in der ersten Episode ist es noch vielschichtiger. Da gibt's einfach die üblichen Freak-Typen, wie es die Baphomets Flugserie eigentlich hat. Da gibt's dann halt wirklich die Vollclowns. Und hier ist es eigentlich sehr, dass an George eigentlich der einzige Komiker ist und dann natürlich Shears, der dann irgendwie zum Lieblingscharakter mutiert ist. Ja, und ein paar Leute, wie jetzt, ich sag mal, wenn man so die Figur von Ava nimmt, hatte am Anfang Potenzial und zum Schluss hast du gar nicht mehr gemerkt, ob es die überhaupt gibt. Ja, auch die Traumsequenz, weiß ich nicht. Ruhe vor dem Sturm und macht mal und ja, kann man machen, muss man nicht. Die Locations finde ich sehr gut gezeichnet. Ich finde auch die Cartoon-Sachen besser als bei Episode 1. So kommt es mir vor. Vielleicht ist es auch der gleiche Stil, keine Ahnung. Technisch gesehen, jetzt kommt das, wo so gerade Voice Talent steht. Also ich denke jetzt im Nachhinein waren die Sachen okay, da liefen die auch. Aber am Anfang hatte ich das Gefühl, Ton ist asynchron, es wird falsch eingesetzt. Wir haben den Gag gehabt, dass ja auch mal wieder Lines nicht gab, dass Lines falsch gesprochen wurden. Naja, das muss nicht unbedingt so sein. Die deutsche Synchro ist gut, die ist definitiv in der Qualität, wie es passt jetzt gerade auch bei schön beim Übergang. Passt auch super zu Episode 1, weil Episode 1 am Anfang war ein bisschen lahm, was die Stimmen anging. Das wurde dann aber Zug um Zug besser. Und hier Episode 2, die Stimmen, habe ich gar nichts dran auszunörgeln. Das ist absolute Top-Qualität. Also, seht ihr, jetzt haben wir auch die Voice-Talents. So, wer hat denn hier Ava gesprochen? Die kenne ich auf jeden Fall. Die spricht auf jeden Fall auch 10.000 Sachen. Ist die nicht kaputt? Aber wie gesagt, da sind auf jeden Fall genügend wirklich Sprecher gewesen, die ihr Handwerk verstehen. Und das ist auch gut so. Ja, sonst über die Länge kann man diskutieren. Zu kurz, zu lang, weiß ich nicht. Finde ich okay, denke ich. Und wenn man das Game jetzt einfach mal zusammenpackt, beide Episoden, ja, ist es ein würdiges Baphomets Fluch? Ist eine Diskussion. Teil 1 ist sicherlich noch immer das stärkste Gesamtpaket. Teil 2 hat schöne Gags. Ja, Teil 3 und Teil 4
das wird nie meine Welt. Nicht wirklich. Und Teil 5 geht halt jetzt in die Richtung der ersten beiden Teile. Erreicht aber nicht deren beide Qualität. Aber sonst, ich sag mal, wenn es für mal so ein Steam-Sale kriegt, für kleines Geld, mitnehmen. Für Adventure-Fans gut, aber wenn man sich so Telltale und besonders eben Daedalic ansieht, es geht besser. Es geht auch heute noch besser. Ja, sonst haben wir es, ne? Wir haben 100%, wir haben alle Achievements, wir haben allen Scheiß. Ja, mehr ist nicht. Das ist doch perfekt. Ja, dann danke ich dir, dass du dabei warst, dass du dir das angetan hast, bis von Sekunde 1 an bis Sekunde 5 Millionen. Gerne. Werden wir sicherlich auch nochmal was finden. Hm? Ja, und dann gucke ich mal. Vielleicht, ihr kriegt sicherlich den Abspann nochmal komplett, weil ich denke, das gehört sich für die ganzen Leute, die den ganzen Scheiß da gemacht haben. Und dann kommen dann gleich noch die ganzen Kickstarter-Dinger, da werde ich dann irgendwie nochmal ein anderes Video machen und werde da irgendwie dann euch dabei irgendwas erzählen. Weil das geht wahrscheinlich auch wieder im Abspann, wahrscheinlich dreiviertel Stunde, Stunde allein der Abspann. Joa. Vielleicht eins noch, wo ich gerade diese tolle Musik höre, das kam mir jetzt auch vor, dass die Musik bei Episode 2 stimmiger war als bei Episode 1. Bei Episode 1 hast du sie eigentlich kaum richtig wahrgenommen. Die war so im Hintergrund so mit total belanglos. Das haben sie bei 2 besser hingekriegt. Also man sieht schon auch, was Rätsel angeht und sonstiges. Sie haben die Kritiken von 1 aufgenommen. Vielleicht hat es deswegen auch 17 Mal zu Verschiebungen geführt. Aber ja, vielleicht hätte es dem Teil gut getan, wenn man den vielleicht kleiner gehalten hätte und dann auf 6 Episoden gezogen hätte. Dann hätte man wahrscheinlich Episode 6 so gehabt, wie Fans es haben wollen. Aber gut, andererseits ist ein Kickstarter-Projekt. Ist schön, dass das Baphomets Fluch nicht gestorben ist. Und vielleicht kommt da ja nochmal irgendwie ein Teil 6 oder so. Mal gucken. Ist ja sicherlich ausgeschlagen. Gibt ja anscheinend immer noch genug Fangemeinde da draußen. Ist ja auch gut so. So. Mal gucken, was wir noch so kriegen. Sonst, Larry Remastered war ja auch Kickstarter. Vielleicht gibt's mal ein Space Quest Remastered, ein King's Quest Remastered. Keine Ahnung, vielleicht ein Zack McCracken Remastered. Keine Ahnung. Obwohl, er wird wahrscheinlich Disney wieder rumnörgeln. Aber gucken wir mal. Joa, sonst, jetzt haben wir 27 Minuten. Hast du noch irgendwie was der Nachwelt zu erzählen? Eigentlich nicht mehr. Also du hast eigentlich schon alles gesagt zu dem Spiel und da kann ich mich dem nur anschließen. Gut, dann mache ich mal wieder meine üblichen Schlussworte. Dann danke ich euch, dass ihr da dran geblieben seid. Ich bin mal gespannt, ob Episode 2 jetzt erfolgreicher ist als Episode 1. Ich bin da mal sehr gespannt, das interessiert mich. Ich werde auch versuchen, das möglichst richtig im ordentlichen Speed rauszuknallen. Wir haben das jetzt am Karfreitag sogar noch beendet. Es ist jetzt, sage und schreibe, genau 22 Uhr. Das haben wir also durch. Wir haben es wirklich gestern ein bisschen, also heute an einem Tag durchgedaddelt. Ich danke dann wieder für alle Daumen, alle Likes, alle Kommentare. Hier ganz klar die Geschichte. Ohne euch da draußen macht das keinen Sinn. Ja, also ich mache das natürlich klar, wenn es Spaß macht, aber ich hätte auch gern, dass der eine oder andere das sieht und zuschaut, weil sonst kann man es auch im stillen Kämmerlein präsentieren. Das ist schon ganz gut und ne, für eure Unterstützung machen wir das hier und da wird es auch sicherlich noch weitere Sachen geben, wo man was tun kann. Und mal gucken. Also, vielleicht gibt es ja auch noch mal Sachen, die interessant sind und ich habe ja sicherlich auch vor, mal Anführungszeichen aktuellere Sachen zu machen, bevor wieder einer rumnörgelt. Das ist ja auch so mal das Lustige. Ich meine, ist ja eine alte Tradition. In Deutschland muss man rumnörgeln, aber da wird dann entweder rumgenörgelt, ist es zu alt, zu neu, zu lang, zu kurz, zu wenig Videos, zu viel Videos. Genießt doch einfach, was da ist. Kann doch nicht so schwer sein. Aber gut, ist ein anderer Weg. So, jetzt näher ich mich der 30-Minuten-Grenze. Länger mache ich es dann auch nicht. Also nochmal danke für alle Daumen, danke für alle Plus Einsen, für jeden Kommentar, für jedes Teilen, Weitergeben, Weiterempfehlen, für jeden Abonnenten, für was auch immer. Die 4800 ist geknackt. Vielleicht knackt man auch mal irgendwie in den nächsten Wochen dann auch die legendäre 5000, den nächsten Milestone, wie das so schön heißt bei Social Blade. Und dann wird es sicherlich noch eine Menge geben. Also ich habe dieses Jahr noch eine Menge vor und ihr wisst, der Avengers sind auf diesem Kanal genügend vertreten und da gibt es sicherlich noch ein bisschen mehr. Und jetzt, ganz wichtig,
der Mann, der den ganzen Quatsch mit durchgehalten hat, besucht den Fozzi Gamer, findet ihn toll, tanzt den Fozzi für mich. So, ich denke, wir sind raus, ne? Ja. Alles klar, bleibt uns gewogen, habt noch, ich weiß nicht, wann die Folge dann oben ist. Hoffe, ihr hattet dann ein schönes Osterfest und vielleicht Pfingsten, frohe Weihnachten, was auch immer. Auf jeden Fall gibt's hier auf diesem Kanal noch wesentlich mehr. Ich bin euer Mr. Venom 1974, bin jetzt raus. Und der Fozzi, der muss jetzt auch hier raus. Er geht auch raus. Wenn ich nett bin. Andernfalls lasse ich den da im Wandschrank. Mit Cat. Weil Cat wollten sie nicht nennen. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao.